Hier, ich habe absichtlich dieses Bild gewählt zum Start des Streams, denn da steht es oben. Endet in 3 Tagen, Leute. In 3 Tagen. Ich muss hier wirklich Gas geben. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Pilzen an. 4 Pilze, das sollten wir heute hinkriegen. Da kommen sie schon wieder alle und lauern, weißt du? Nur weil ich so hübsch bin, wollen sie mich alle wieder kaputt heiraten, ne? Ne, Ryan? Muss gerade überlegen. Ja, ich muss gerade gucken, ob ich noch irgendjemanden hier in der Nähe habe, den ich noch leveln muss. Aber die sind gerade alle nicht in der Nähe, habe ich das Gefühl. Wo sind die denn alle? Ach, es hat, ja, die stehen alle am Spor, am Brunnen da am Anfang. Ja, da habe ich niemanden gesehen. Och, da hinten hocken sie alle. Voll das geheime Treffen hier, oder was? Schön, dich zu sehen. So, erstmal kurz quatschen. Bla 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 bla. Ich muss Die los. Flügel sind doch hübsch. Die sind echt hübsch, aber die waren leider kostenpflichtig. Das ist ein bisschen nervig, ne? Es ist so warm. Ich muss noch fix einkaufen. Maggi fix? Was gibt's denn? Maggi fix für Gulaschsuppe? Maggi fix für Käselauchsuppe? Maggi fix für Fixerbesteck? So, wir wollten die Pilze zuerst, ne? Was jetzt noch einkaufen, wenn Toffi gerade live ist? Ja, das ist echt eine Unverschämtheit, Ryan. Du weißt doch, du weißt schon mindestens seit ein paar Tagen, dass ich hier heute um 17 Uhr live bin. Und jetzt gehst du einkaufen. Was fällt dir ein? Hast du so wieder so unwichtige Dinge getan, wie arbeiten oder schlafen oder sonst was? Also, es ist langsam echt eine Unverschämtheit. Ich finde es echt, also, harter Tobak. Müssen wir wirklich mal drüber sprechen, also, ne? Es tut mir leid. Ja, da kommst du jetzt auch nicht mehr mit raus. Ich kürze dir in Zukunft dein Nichtgehalt. Upsa. Nein, 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 raus da. Mach das. Oh, warte, ich guck gerade gleich lesen. Ich muss mal ganz kurz hier angeln und dann bin ich gleich wieder so weit. Auch noch ein Tintenfisch. Wir hatten einen Wurstsalat vorher eine Suppe. Oh, Wurstsalat ist auch wahnsinnig lecker. Ich hatte heute tatsächlich auch Salat. Ich hatte Farmersalat. Das ist mein Lieblingssalat. Und Gurkensalat. Und dazu gab es gegrilltes. Wir haben gegrillt bei dem schönen Wetter. Natürlich, ist ganz klar. Das heißt natürlich, muss man natürlich nicht, aber machen ja viele bei so dem schönen Wetter. So, wo sind die Pilze? Und da gab es halt Putenfleisch. Heute gab es alles. Heute gab es, das ist mir auch aufgefallen, als ich es gekauft habe. Ich habe heute auf dem Wochenmarkt, habe ich tatsächlich das Fleisch gekauft. Und ich hatte heute alles. Wir hatten heute beim Grillen Schweinefleisch, Putenfleisch, Schweinefleisch, Putenfleisch, Lammfleisch und Rindfleisch. Klar, man kann natürlich noch andere Fleischsorten drin reinnehmen, aber das sind so die üblichsten, die wir halt immer zu Hause haben und hin und wieder mal essen. Und das fand ich so ein bisschen überraschend, dass ich tatsächlich jetzt von allem etwas da geholt hatte. Ja, geschafft! Endlich! Pilze sind voll! Juhu! Stelle einen Sengar her. Das müsste ich aber hinkriegen, oder? Ein Sengarten. Und wo soll ich den dann hinstellen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist totaler Unsinn. Ich nehme gleich eine Sense und zerhacke mich in kleine Stücke vor lauter Entrüstung. Aber am Ende des Tages wird es trotzdem sensationell. Bin ich mir sicher. So, wie kann ich jetzt den Möbel bei Möbel, ne? Oh, der ist ganz unten bei Z. Wenn ich den überhaupt machen kann. Dann muss ich mal gucken, ob ich ihn überhaupt schon herstellen kann. Ich bin ehrlich, ich habe heute verpeilt, dass du heute live bist. Ryan. Ich bin enttäuscht. Wo ist der Zen-Garten? Kann ich den überhaupt schon herstellen? Weiß ich, wie der geht? Ich gehe mal ganz kurz runter. Ganz runter halt. Vielleicht habe ich den noch nie gemacht. Ich gehe mal kurz in Sammlung und gehe in Möbelsets. Man kann das jetzt nicht filtern, ne? Oh, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt hier alles durchgucken?
Aber teilweise sehe ich die ja noch gar nicht, ne? Hier, 0 von 4, von 4. Ich kann die noch gar nicht sehen. Brauchst du Hilfe, Toffi? Eventuell. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz ein bisschen selber nach. Aber eventuell brauche ich wirklich Hilfe, weil wenn ich die nicht sehen kann, ist das. Dann macht das langsam wirklich keinen Sinn mehr. Das ist doch scheiße. Die können doch nicht sagen, erstelle etwas her, was du nicht machen kannst. Den siehst du nur an der Werkbank. Hä? Echt jetzt? Den sieht man nicht bei den Möbeln? Das ist ja komisch. Echt, sowas gibt's, hätte ich nicht gedacht. Und der war vorhin da, habt ihr gesagt. Ach, dann ist es gar nicht alphabetisch sortiert. Ich dachte, das wäre alphabetisch. Ach so, ich dachte, ich muss ganz runter zu Alphabet. Okay, ja, dann habe ich mich vertan. Dann schaue ich mal ganz kurz. Ich überfliege. Hier fehlen aber Materialien. Das ist nicht so schlimm. Ich will nur mal grundsätzlich wissen, was ich brauche. Also, das heißt, er müsste wahrscheinlich unten. Ah, warte mal. Nee. Papasahnschaukel. Ja, ich finde, dann sollte es aber auch eine Mama-Sahnschaukel geben. So, wo ist der Zen-Garten? Ach, da unten, da ist er. Okay. Mir fehlt Sand. Okay, ja, das sollten wir aber schnell hinkriegen. Da gehen wir unten ans Ding und klopfen ein bisschen Sand. So. Außer du hast es hergestellt, dann ist es in der Sammlung. Ja, aber eben, ich finde das ein bisschen. Also, ganz ehrlich, ich finde es irgendwie blöd. Ist das jetzt zum Beispiel etwas. Der Zen-Garten kommt ja automatisch. Wenn er automatisch schon von vornherein immer in der Werkbankliste bei den Möbeln drin ist, dann sage ich nichts. Dann ist alles legitim und in Ordnung. Aber manche Möbel musst du ja erst freischalten. Und wenn der nicht drin ist, ist aber als Quest dabei ist, dann ist es ein bisschen fies, ne? Weil dann kannst du das ja vielleicht auch gar nicht machen. Ist bei dir auch so heiß und bei uns in Österreich haben 25 Grad. Haben wir es gerade eben schon von gehabt? Bei mir sind es 23. Und bei Coincidence dann auch 23. Ich finde das angenehm. 23 ist eine angenehme Temperatur. Damit kann man leben gut. Müsste nach Ding ziehen, nach San Francisco. Da ist auch eigentlich immer 23 Grad so um den Dreh rum. Den schaltest du eigentlich frei, sobald du eins der Materialien sammelst, soweit ich das in Erinnerung habe. Okay, so wie Sand müsste. Ja, Sand ist halt sehr. Ja, okay, dann ist es okay. Weil Sand geht ja wahnsinnig fix. Da buddelst du ein bisschen im Ding Sand rum. Oder hier Stein, was ja auch wahnsinnig schnell. Dann ist es okay. Dann habe ich nichts gesagt. Hört einfach nicht auf mich. Das ist vielleicht grundsätzlich eine gute Idee. Aber halt. 200 Sand ist natürlich auch wieder so eine Menge, ne? Das ist krank. Richtig krank. So. Ja, ich muss jetzt erstmal die Dinger hier klopfen, müssen wahrscheinlich aber trotzdem nachher, weil wir 200 so nicht voll kriegen. Wir werden trotzdem noch sehr, sehr viel Sand noch schaufeln müssen. Aber gut, dann machen wir das halt, ne? Ja, wir sind zu 28 Grad. Was? Echt jetzt? Okay, das ist echt krank. 28? Haben wir in Deutschland aktuell irgendwo? Ach so, in der Schweiz. Ach so, ja gut, das ist dann was anderes, stimmt. Südliche Schweiz in dem Fall, oder? Weil Deutschland hätten wir das, glaube ich, nirgendwo hier aktuell. Ich kann dir auch Sachen bringen, wenn ich wieder da bin, hab genug. Nö, wie gesagt, ist ja nicht so wild, Ryan. Ich möchte das ja eigentlich alles selber machen. Ich bin ja ein bisschen alte Schule, was das angeht, ne? Ich will ja dann schon irgendwie das Gefühl haben, das hat Toffi selber gemacht, ne? Das ist, wenn du auf die Toilette gehst und dein großes Geschäft machst und am Ende des Tages guckst du in die Schüssel und sagst, das habe ich gemacht. Das ist meine Wurst. Ich bin stolz drauf. Natürlich nur, wenn du eine gute Wurst gelegt hast, ne? Also, wenn es eine 0815 Wurst ist, dann ist natürlich Käse. Aber.
Großer Trank für die Schaufel, Begleiter zum Graben dazu und ab an den Strand. Ja, ich muss halt noch leveln, deswegen bin ich da immer so ein bisschen ja, stiefmütterlich unterwegs, was das, was die Begleiter angeht. Generell auch ein Dings. Macht ihr das eigentlich häufiger? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Die Begleiter, die ihr quasi für die gewissen Dinge ausgewählt habt, zum Graben, zum Farmen oder sonst irgendwas, nutzt ihr die wirklich? Also um wirklich Sachen zu farmen, nehmt ihr die wirklich mit? Oder macht ihr das halt einfach nur, um es mal gemacht zu haben und letztendlich ist es aber auch nicht wirklich so wichtig? Weil ich benutze die zum Beispiel überhaupt nie eigentlich. So, wir haben 70 aktuell. Also ich muss schon ordentlich. Ja, die Schaufel. Ja, das mit der Schaufel, aber ich habe wieder keine Tränke. Ich habe keinen Dings, ne? Ich kann mir keinen Trank herstellen, glaube ich, weil ich schon wieder zu wenige Vitalis-Kristalle habe, glaube ich. Ich kann mal gucken. Ich mach das, ja, nehme ich mit. Ich mach's nicht. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich kann's von mir nur sagen, ich mach's so gut wie gar nie. Schaufel, wie viel fehlen mir da? 7 Vitalis-Kristalle. Da müssen wir jetzt auch noch Vitalis-Kristalle hacken gehen. Das ist doch echt, also. Nein, heute motzen wir nicht darüber, dass wir heute so viel zu tun haben. Nein. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen. Okay. Das mussten wir mit Katja auch machen. Katja K. Aus YouTube. Ja, die ist ja ständig gekommen. Im Internet. Also sowohl in der Hinsicht als auch in der Hinsicht. Kannst du von mir aus auch zweideutig sehen. Ist auch genauso gemeint. Und das mussten wir auch alle hinnehmen. Also, wir nehmen die Dinge, wie sie kommen. Warum keine grünen Haare? Nur weil ich die Schlangenhaare mal ausprobieren wollte. Die Schlangenhaare sind halt auch irgendwie Chili-Milli, finde ich. Die habe ich ja, nur ganz neu haben wir sie nicht. Aber die habe ich noch nicht so oft benutzt. Ich fand die eigentlich ganz nice. Ich nur meine Ernte helfe immer mit zum Abernten. Diese Fähigkeit haben aber auch die meisten Chars bei mir. Ich habe tatsächlich immer richtig eine schöne Mischung. Also ich achte eigentlich immer schön, dass alles sehr, sehr. Also, dass jedes dieser Helferarten gut vertreten ist mit gleich vielen Dingen. Weil man weiß ja nie, was in Zukunft noch für irgendwelche wichtigen Sachen da reinkommen. Wie zum Beispiel, kommt vielleicht irgendwann mal eine Sternenfahrt-Quest, nimm jemanden mit dem du, keine Ahnung, der ein Grabhelfer ist oder irgendwie sowas zum Graben. Zum Beispiel. Und dann beißt du dir in den Hintern, dass du da vielleicht gar keinen Charakter hast. Natürlich würden sie das wahrscheinlich nicht machen, weil das halt eben wahrscheinlich viele Leute triggern würde und sagen würden, ja, die haben das aber nicht gemacht, jetzt kann ich die Quest nicht machen, Edge. Aber könnte ja passieren. Also, ne? Sonst haben deine Figuren immer grüne Haare aber Abwechslung muss sein. Ja, ich sag ja, grüne Haare ist immer so mein Steckenpferd, das stimmt schon. Ich mag grüne Haare einfach wahnsinnig gerne. Wahrscheinlich, weil ich selber keine grünen Haare habe. Ich hätte gerne grüne Haare. Aber diese Haare, die ich jetzt auf dem Kopf habe, hier, die gehen halt nicht in grün. Das wäre nochmal cool, wenn man das tatsächlich nochmal umändern könnte, ne? Wenn man von den Items, die man kriegen kann, wenn man da noch die Farbe ändern könnte oder sie modifizieren könnte, Alter. Oh. Wenn ich jetzt allen Schlangen, die auf meinem Kopf sind, jetzt noch eine Brille verschaffen könnte oder sowas. Oh. Nächstes Update. Item-Kreationen. Oder? Ich wäre dabei. Jana, kurzes Hallo. Hat ganz viel Spaß. Jana nochmal. Happy Birthday. Jana hat heute Geburtstag. Ja, sie ist alt. Ja, du bist noch älter geworden. Woo, Happy Birthday. Wollte doch kurz sagen. Gut, dass du nochmal da bist. Konnte ich nochmal persönlich sagen, dass du alt bist. Ja, wenn ich das immer ertragen muss hier im Stream, dann darf sie das auch mal ertragen. Kurz ein bisschen was essen, aber ich habe halt leider nichts, ne? Esse ich halt den Tintenfisch. Roh! So. Ui. Oh, die brauche ich alle. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Oh, oh. Ja, sehr gut. Sehr gute Ausbeute hier gemacht. Black Colorful, hallo! Wollte mal nachfragen, ob Hokulive irgendwann mal wieder gespielt wird. Ah. Ich würde dir gerne sagen, ja.
Aber es wäre gelogen, weil ich es mir gerne vornehme, selbst wenn ich es euch sage, selbst wenn ihr mich immer wieder erinnert, dass es noch diese ein oder anderen Spiele gibt, die tatsächlich echt fantastisch sind. Aber ich komme einfach nicht dazu. Und zu allem Überfluss muss ich euch sogar noch eine etwas negativere Nachricht sagen. Ich habe wieder mehr Arbeit angenommen. Es kommt wieder deutlich mehr Arbeit für mich in nächster Zeit auf mich zu. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich wird alles ein kleines bisschen weniger stattfinden. Sowohl YouTube als auch Twitch. Ich bin so kurz davor, bei YouTube ganz runterzufahren, weil es ist halt echt momentan echt schwierig. Aber momentan habe ich echt wieder also einiges an Arbeit auf mich genommen, weil der Kleine ist jetzt halt in einem gewissen Alter, wo wieder ein bisschen mehr geht. Ich kann wieder ein bisschen mehr arbeiten. Und eben andere Priorisierungen halt eben legen und so. Und deswegen. Ich will nichts Böses erzählen oder so, aber es ist halt momentan. Es ist, wie es ist. Ja. So. Wundersame Politur für Schaufel. Ja, aber ich nehme mal nur eine. Die kleine meine ich. Da reicht erstmal. Mein Cousin hat sich mal die Haare gefärbt. Er wollte sie schwarz haben, aber sie sind grün geworden. Okay, ich habe das bei blonden Haaren schon oft mitgekriegt, dass man sie blondieren möchte und dann sind sie am Ende grün geworden oder irgendwie sowas. Das fand ich sowieso immer interessant. Wie kommt es von blond zu grün? Aber das liegt, keine Ahnung, liegt am Färbemittel. Ich kenne mich ja da nicht aus, ne? Aber ich fand es halt krass. Was habe ich da für einen Trank noch? Warte mal. Ah, Spitzhackentrank habe ich ja auch noch. Uiuiui. Gut, aber jetzt machen wir erstmal das mit der Schaufel hier, ne? Ja, also ich finde es immer wieder bewundernswert, was für komische Kreationen daraus. Also, ich habe mir einmal selber die Haare gefärbt in Blau. Das war eine Wette. Das war eine Stream-Wette. Da habe ich verkackt und musste dann halt eben mir die Haare färben in Blau. Und da habe ich sie erst blondiert. Und dann halt eben blau. Und das sah gar nicht schön aus. Es sah blau aus, aber eher so türkisblau. Also so nicht so richtiges Blau, sondern eher so ein türkisblau. Aber schön war es nicht. Deswegen habe ich es auch nicht gelassen. Ich bin dann am Ende des Tages auch hingegangen und habe einfach Ding gemacht. Wie heißt's? Ich habe am Ende des Tages sie noch mal blondiert. Dann halt die Haare blond gehabt am Ende des Tages. Und dadurch, dass sie halt eben schon mal vorblondiert waren, zwar mit ein bisschen Blau, aber halt eben trotzdem vorblondiert, sind sie dann richtig schön blond geworden. Also so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich glaube, gerade wenn du so etwas dunklere Haare hast, ich habe jetzt dunkelblond, das ist natürlich nicht ganz so krass, aber wenn du schwarze Haare hast zum Beispiel und du willst sie dann blondieren, ich glaube, das ist echt schwierig. Das ist echt hardcore, glaube ich, was du da machen musst, um das wirklich blond zu bekommen. Entweder brauchst du da enorm viel Haarfarbe meine ich. Entweder brauchst du enorm viel Haarfarbe oder du brauchst viel Zeit mit den Haaren. Also, dass das Mittel halt eben lange Zeit da drinnen bleiben soll und so. Das hat ja jetzt voll gelohnt, das Schaufeldings. Wie viel habe ich jetzt? Ja, 117. Ja, aber trotzdem. Den Rest mache ich jetzt ohne Trank, weil ständig Trank einsetzen ist mir zu doof. Ich hoffe, du könntest mal eine YouTube-Pause machen, wenn es nicht anders geht. Mario, das ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich von dir, dass du das vorschlägst. Das ist ganz, ganz lieb von euch, dass ihr auch an mich denkt und dass ihr sagt, ihr seid doch trotzdem noch dabei. Also ich hoffe mal, ihr seid trotzdem noch dabei, wenn ich mal wieder zurückkommen sollte, egal ob es Twitch oder YouTube ist und ich mal eine längere Pause brauche. Und es kann sogar sein, dass es vielleicht in baldiger Zukunft soweit kommen sollte. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich habe wieder mehr Arbeit auf mich genommen. Und deswegen muss es ja eventuell so weit kommen. Aber so weit würde ich jetzt aktuell noch nicht gehen. Und ich sag euch mal so, im Zweifelsfalle, ich habe mir schon überlegt, wie ich das in Zukunft mache. Ja, mehr Arbeit kommt, das ist klar. Aber was mache ich in Zukunft? Ich glaube, was ich am ehesten und am leichtesten noch machen kann, sind Streams. Das wird am leichtesten funktionieren. Weil klar, natürlich gibt es Abende, wo ich einfach zu müde bin, wo ich nicht streamen kann, das ist ganz klar.
Ist ganz logisch. Aber für die Tage oder Abende oder sowas, wo man eh nicht viel zu tun hatte, jetzt am Wochenende oder sowas, und man hatte den Tag jetzt nicht so viel zu tun, der Kleine ist nicht mehr so anstrengend wie früher, als er noch deutlich jünger war, und ja, da kann man sich am Abend eigentlich mal hinsetzen und einfach mal ein kleines bisschen streamen oder so, hätte ich jetzt gedacht. Ich denke, das geht schon. Es soll natürlich keine Versprechen sein, ob ich das wirklich einhalten kann oder so. Aber was YouTube angeht, ist natürlich immer so eine spezielle Sache, weil YouTube-Videos müssen geschnitten werden. YouTube-Videos müssen vorbereitet werden. Ich muss sie hochladen. Ich muss... oh Gott, ich muss gleich niesen. Mich gerade noch rechtzeitig gemutet, damit ihr den Nieser nicht hören musstet. Ah, Prost. So, wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, YouTube-Videos müssen vorbereitet werden. Gesundheit, dankeschön. YouTube-Videos müssen vorbereitet werden, geschnitten werden, hochgeladen. Thumbnails müssen erstellt werden. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Und aktueller Stand ist ja auch so, dass ich auf YouTube gerade auch jetzt gerade in diesem Moment nicht so viel hochlade. Ich gehe hin und streame mit euch, und das meiste von dem, was gestreamt wird, bleibt auch auf Twitch. Und ne, könnt ihr auf Twitch halt angucken, 2 Wochen lang, und bleibt dann dabei. Weil ich halt einfach nicht hinterherkomme, das hochzuladen. Zudem, natürlich muss man auch dazu sagen, es hat euch in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich so interessiert, die ganzen Zusammenschnitte schon eher, aber dieses ganze normale Zeug, was auf Twitch lief, haben die meisten von euch dann auf YouTube nicht mehr geguckt. Also auch Dreamlight Valley, was am Anfang ja gerne geguckt wurde für den Fall, dass man es verpasst hat oder so, wurde nicht mehr so oft geguckt, und dann war es für mich nicht ganz so schlimm zu sagen, ach gut, ja, dann lassen wir es halt einfach mal weg, das mit den YouTube-Videos. Ich habe eh gerade keine Zeit, das zu machen, dann lässt man die halt einfach mal weg und gut ist, ne? Also, ne? Wir sind ja trotzdem in Streams da. Wir streamen immer noch schön zusammen und können reden und so weiter. Dann ist es doch auch schön, ne? Und dann habe ich es jetzt halt einfach mal weggelassen. So, aber eben, ich denke, also egal wie die Situation, die Arbeitssituation läuft, ein paar Sanddinger brauche ich noch, egal wie die Arbeitssituation läuft, ich denke, streamen wird auf jeden Fall noch da sein, aber vielleicht nicht mehr so häufig wie vorher. Also ich kann euch sagen, was ich so meine aktuelle Schätzung ist, so 2-mal die Woche streamen am Abend, so 3 bis 4 Stunden, das sollte hinhauen. Egal, wie viel Arbeit da jetzt auf mich zukommt, das sollte eigentlich hinhauen. Aber ob es mehr als 2 Streams pro Woche werden in Zukunft, das kann ich nicht sagen. Aber 2 Streams sollten eigentlich machbar sein. Und ich mache es ja gerne. Es ist ja nicht so, dass ich mich dazu verpflichtet fühle oder mich dazu zwinge oder sowas. Es ist ja auch Spaß. Es ist ja nicht nur Anstrengung. Klar, strengt es auch an. Man muss ja viel reden und viel machen und tun und so weiter. Trotzdem macht es ja auch Spaß. Also, warum denn nicht? Auch wenn man ein bisschen mehr Arbeit hat und Stress, ein bisschen stressiger hat. Aber man kommt ja auch runter im Stream, ne? Ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hier durchquäle. Ich finde die Livestreams eh besser, da hat man einfach direkt einen Austausch. Das stimmt, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer ganz, ganz toll, wenn ich mit euch wirklich so interagieren kann. Deswegen finde ich es auch immer wieder toll, wenn sich ein paar Leute bereit erklären, die ich dann halt anfrage, mit mir halt auch mal zusammen zu streamen. Dass man dann halt wirklich hingehen kann und sagen kann, ja komm, Ryan, Jana, Toda, das sind so die üblichen Verdächtigen, die ich dann halt immer wieder in den Livestreams dabei habe. Lasst uns mal wieder ein bisschen was zusammenspielen und einfach quatschen nebenher und so. Und das ist schön, macht Spaß. Und ja, von dem her, ich bleib dabei. Also ganz verschwinden werde ich sowieso nicht wahrscheinlich. Also natürlich, sag niemals nie. Ob ich irgendwann mal die Motivation, die Lust, die Kraft nicht mehr habe oder sowas, Twitch und YouTube beides nicht mehr zu machen, weiß ich nicht. Aber, also sag niemals nie, habe ich ja gerade gemeint, aber für den aktuellen Stand sehe ich keinen Grund, komplett aufzuhören. Runterfahren, das muss halt immer mal wieder sein, ne? Aber dann gibt es auch wieder Zeiten, wo ich wieder mehr machen kann, ne?
Aber jetzt aktuell ist es halt wieder eine Zeit, wo ich wieder weniger machen kann. Aber dafür habt ihr ja auch den YouTube-Kanal mit ganz, ganz viel Zeug. Seien wir mal ganz ehrlich, wer von euch hat den gesamten Content auf YouTube schon durchgeguckt? Keiner. Also wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich dringend Content braucht von mir, da ist ein ganz großer YouTube-Kanal mit ganz viel Zeug, das ihr noch nie gesehen habt wahrscheinlich. Also wirklich, da ist massig Zeug drauf. Könnt ihr euch bedienen. Alles für euch frei zur Verfügung. Der Colorful. Ich finde Livestream sowieso angenehmer, wenn man mit Leuten in den Diskurs kann. YouTube ist also ein an sich berieseln lassen. Ja, ich finde aber YouTube auch schön. Also wenn es gerade ein Video ist, was mich interessiert, ein Thema, was ich wirklich, wirklich, also was, wo ich wirklich drüber nachdenken will oder beziehungsweise erfahren will oder ein Gameplay, was ich unbedingt sehen will und zwar jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade Bock habe, es zu sehen, das ist ja bei Livestreams eben nicht der Fall, da müsst ihr ja warten, bis halt eben derjenige gerade live ist, dann ist es schon okay. Dann würde ich sagen, okay, ja, dann bin ich dabei, YouTube-Videos zu gucken und so. Aber eben, die Interaktion, gerade wenn es so ein bisschen berieseln nebenher ist, während du gerade arbeiten machst oder gerade wenn du selber was spielst oder sonst irgendwas, dann finde ich es besser, Streams zu gucken. Und eben, dass man auch mal sich einbringen kann, ne? Dass man was reinschreiben kann in den Chat und sagen kann, ey, Toffi, du hast immer wieder richtig scheiße gebaut. Oh mein Gott, außer dieser Toffi. Oh, dann hat er wieder den Kack gemacht und den Kack. Oh, Toffi-Man.